Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enclave. Ja, beim letzten Mal waren wir hier im Hochtal und haben da so ein paar hundert Leute umgebracht mit unserer Armbrust und haben dafür ordentlich Kohle eingestrichen. Also ein super Tag, ja. Und jetzt sind wir in den Verliesen von Irlon, denn Mordes hat uns ja geschickt, um einige der Vorposten der Enklave zu zerstören. Und der Level heißt auch der Vorposten, praktisch, nicht wahr? Ich würde sagen, da der Jack Smith sich das auch mal gewünscht hat, spielen wir heute mal den Bombardier. Ja, die Bombardiere sind kraftvolle Krieger, Granaten und Fallen sind ihre Spezialität. Mal gucken, ich weiß nicht, ob ich mit dem umgehen kann, aber wir schauen uns das einfach mal an. Ja, wir nehmen natürlich die mittlere Rüstung, die leichte sieht übrigens so aus, aber eigentlich ist das ja nichts Neues, denn gegen die haben wir ja schon gekämpft in der Lichtkampagne. Mal schauen, wir nehmen dann einfach mal das beste Schwert, das wir nehmen können, das Bastardschwert, den besten Schild, den wir nehmen können, also den Schattenschild. Da bleibt gar nicht mehr so viel übrig. Brauchen wir eine Armbrust? Wir könnten eine Repetierarmbrust mitnehmen und hier so ein paar, ja komm, das Geld haben wir ja locker. Heiltränke, müssen wir mal gucken, was können wir denn noch nehmen? Wir können Granaten nehmen oder halt Bomben. Und ich glaube, wir können Brandbomben nehmen. Ja, Ölbomben. Ich glaube, ich nehme lieber Heiltränke. Und dann nehmen wir einfach 16 Granaten und 16 Ölbomben. Wobei, sollen wir lieber 4 von jedem, von den schweren Varianten nehmen? 4 Bomben, mächtiger als eine Granate. Explodiert diese Bombe einige Sekunden nach dem Entzünden. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich bleibe bei den schwachen Varianten, weil dann haben wir einfach mehr davon, können sie auch einsetzen. Ja, weil wenn wir von jedem nur 4 mitnehmen, ja, wuppdidu, haben wir nicht so viel von. Die machen zwar nicht so viel Schaden, aber na, hey, egal. Irlon Vorposten. Ein prächtiger Tag für eine Schlacht. Das erste Bollwerk der Enklave steht vor seinem Untergang. Die Festung von Irlon befindet sich in der Nähe einer schmalen Stelle der Kluft und ist zwischen den Felsen eingezwängt. Ja, Belagerung des Vorpostens. Du musst die Tore des Vorpostens durchbrechen und die Fahne der Drek'atar auf dem Turm hissen. Kehre durch das Portal zu Mordessa zurück. Oh, du hast eine dunkle Fahne gefunden. Sehr schön, dass wir die hier einfach draußen finden. Gib Deckung und springe Tor. Ja, okay. So, dann gucken wir uns mal um. Ja genau, das ist der Vorposten, den wir schon aus der Lichtkampagne kennen. Hier hat unsere gesamte Reise angefangen. Zumindest im Kerker davon. Und wir sollen jetzt das Tor sprengen. Und Deckung geben mit dem Katapult, ist klar. Katapultdeckung geben. Ich möchte mich aber erstmal nochmal hier umschauen. Das Schwert ist schön lang, das ist gut. Zum Beispiel haben wir hier einen versteckten Edelstein. Ja, den möchte ich gerne mitnehmen. Und hier sind bestimmt noch mehr Sachen versteckt. Ich schaue mich eben um und dann, denke ich mal, muss ich das Katapult abfeuern. Kann ich das machen? Kann ich das benutzen? Hier anscheinend nicht. Egal, das finden wir dann heraus. Ich würde sagen, wir schauen uns, wie gesagt, erstmal hier um. Jetzt wäre es nur schön, wenn ich schneller laufen könnte, aber hey. Und hier haben wir Gold versteckt, sehr schön. Ja, die Armbrust, keine Ahnung. Ich bleibe erstmal beim Schwert und dem Schild. Bomben können wir dann auch gleich mal ausprobieren, wenn wir drinnen sind. Okay, da geht's nicht weiter. Haben wir hier einen Belagerungsturm was? Ich schätze mal, da müssen wir gleich hoch, oder nicht? Moment. Nein, geh nochmal da runter. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das Katapult benutzen muss oder den Belagerungsturm. Wir probieren es erstmal mit dem Katapult aus. Hey, ist ja gut. Ich gehe ja wieder. Kein Stress hier. Ist ja nicht so, als wollte ich euren Vorposten... Oh, warte. Okay. Dann gucken wir mal, was wir mit dem Katapult so machen können. Ob ich hier überhaupt irgendetwas machen kann. Also ich habe zumindest kein Symbol da oben, um es zu benutzen. Und ich kann es auch nicht das Seil kappen oder so. Also hier wäre ja dann so ein... Ach, hier ist ein Hebel. Ja, hätte ich mal gucken sollen. Oh. Okay, wo wollen wir denn hinschießen? Yay!
Okay, das war ein bisschen zu kurz. Na komm. Upsa, jetzt habe ich losgelassen. Jetzt weiß ich nicht, ob das gezählt hat. Nochmal. Es hat natürlich nicht gezählt. Ah. Großartig. Best Game ever. Ja, je länger ich die Maus gedrückt halte, desto weiter wird das Katapult zurückgezogen. Jawohl, geht doch. So, wir haben es offen, können wir jetzt nicht... Oh, guck mal, sie fahren schon. Ich gebe euch Deckung. Nein, noch nicht dahin fahren. Ich muss doch erst hier die Bogenschützen kaputt machen. Die sich da verschanzt haben. Oh ja, genau. Kann ich damit töten? Jo, kann ich. Cool. Ich kriege das mit der Entfernung nicht so richtig hin. Na, egal. Ach. Du sollst doch einfach schießen, nicht loslassen. Nein. So, wir kümmern uns erstmal oben um die Türme. Natürlich nicht getroffen. Ach, ich drücke mal aus Versehen die rechte Maustaste. Das ist doch zum Kotzen. So. Du sollst bitte da hinten hin. Was war das? Wo ist der denn abgeprallt? Und warum ist der überhaupt abgeprallt? So, geht doch. Dann da unten noch. Komm, schieß, triff. Sehr schön. Geht doch. Wunderbar. Dann sind jetzt hoffentlich auch die Bogenschützen erledigt. Mal gucken, was wir da kriegen können. Können wir nicht das Schwert mitnehmen oder so? Hm. Na gut, egal. Gucken wir mal, dass wir hier in den Vorposten reinkommen. Warum müssen wir eigentlich alleine mit nur zwei anderen Bombardieren hier, ja, einen Belagerungswagen und Katapult diesen Vorposten stürmen? Warum kriegen wir keine Armee? Hä? Was zur Hölle? Das gibt keinen Sinn. Ich wäre ja gerne vorher nochmal da reingegangen. Ich weiß nicht, ob da noch eventuell Edelsteine versteckt sind. Naja, hoffen wir einfach mal, dass wir da nochmal hinkommen. Oder dass da einfach nichts weiter ist. So, im Turm scheint ja nichts weiter zu sein. So, wer kommt jetzt hier? Ich könnte jetzt da runterspringen, aber ich glaube, dann sterbe ich. Das möchte ich eher nicht riskieren. Außerdem können wir hier noch Sachen einsammeln. Und wir kommen bestimmt unten noch zum Tor. Das müssen wir dann wahrscheinlich von der anderen Seite aus aufmachen. Hm. Au! Boah, den habe ich auch nicht gesehen. Moment. Nein! Bist du denn des Wahnsinns? Du sollst die Bombe werfen. Nicht einfach dahin kugeln. Ja, okay. Er wirft sie nicht. Er kugelt sie nur. Toll. Na? Jetzt kommt er nicht mehr hier hoch. Hahaha. So. Da schießt jemand. Ich wünsche mir die Schützin zurück, die Assassinen. Hörst du auf, dich zu bewegen? Okay. Das hat irgendwie keinen Sinn. Wenigstens brennt der eine in den Brandbomben schön. Und ist gestorben. Sehr schön. Dann hat sich die wenigstens gelohnt. Elite-Elfenjägerin. Hä? Oh ja, jetzt muss ich wieder mit dem Nahkampfcharakter kämpfen. Naja. Egal. Ist mal eine kleine Herausforderung. So, du bist tot. Du hast sonst nichts weiter bei dir. Ich gucke mich nochmal kurz oben um, weil ich irgendwie gerade eben war das ein bisschen kurz. Aber hier scheint auch nichts mehr zu sein. Alles klar. Ja, dann lass uns doch mal reingehen. Ich meine, wir kennen ja mittlerweile das Level hier. Oder immer noch, hoffentlich. Genau, da ist die Eingangstür. Nee, das ist nach draußen in den Hof. Das ist gar nicht die Eingangstür. Oh ja, ist klar. Ist klar. Mach kaputt, was dich kaputt macht. Auch wenn es die Eingangstür ist. Herr Zwergenwache. So. Ja, komm. Was ist das denn? Was steht denn da? Ein Magier und da hinten ist noch ein... Oh Gott. Ja, komm her. Komm her. Ich wollte den Checkpoint noch nicht aktivieren, aber egal. So. Möchte ich den Magier angreifen? Eigentlich ja nicht. Ich möchte mich erstmal... Wie? Ich komme nicht zurück. Ich habe mich doch da gar nicht, noch gar nicht richtig umgeschaut. Was ist denn das für ein Mist hier?
Och nö. Du brauchst einen Schlüssel, um diese Tür zu öffnen. Hä? Brauche ich jetzt einen Schlüssel für den Hebel oder wie? Tatsächlich. Oh Gott. Ein Templer, ne? So. Irgendwie nehme ich viel zu viel Schaden. Tatsächlich, hier ist ein Schlüsselloch neben dem Schalter. Was für eine Verarsche. Okay. Ja, dann versuchen wir mal, den Zauberer zu erledigen. Ach, das ist eine... Ah, das ist der Leech. Danke. Ja, sehr cool. Ein neuer Charakter. Ja, auf Wiedersehen. Sehr cool. Ich dachte, das wäre ein Gegner. Oh, oh. Oh, oh. Oh, nö, ne? Nein. Nein, 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 nein. Komm her. Okay, jetzt können wir mal die Bomben ausprobieren. Wirklich viel bringen die ja nicht, muss ich sagen. Aber hey, es ist lustig, die Zauberer in die Luft zu jagen, deswegen mache ich das jetzt mal. Ich kann aber auch nur eine gleichzeitig feuern. Oh, das sind die Abenteuer aus der Lichtkampagne. Seht ihr das? Der Knappe und die Jägerin. Schön mit der Startausrüstung. Oh, es tut mir fast leid, die umzubringen. Wow, die bringen mich gleich um. Alter Verwalter, okay. Genug der Spielchen. Ja, ich habe keine Heiltränke mehr. Ah, doch, da liegt einer. Schönes kleines Easter Egg. Naja, wenn man es in Easter Egg bezeichnen möchte. Schönes kleines, schöner kleiner, wie sagt man dazu? Es ist ja nicht direkt ein Easter Egg. Ein Easter Egg ist für mich irgendwas, was versteckt ist, was man so erstmal nicht sieht. Weil, ne, das ist ja auch der Sinn. Deswegen heißt es ja auch Easter Egg. Es ist irgendeine versteckte Kleinigkeit. Aber ein schöner. Ich rufe die Macht der Oh, nö, ne? Und das, meine Freunde, ist, warum ich irgendwie mit den Nahkampfcharakteren nicht klarkomme. Okay, aber wir kamen anscheinend vorher nicht durch. Wir brauchen den Schlüssel, den wir jetzt haben. Also alles kein Problem, bis darauf, dass wir fast tot sind. Okay. Und jetzt Headshot tot. So. Wieso habe ich denn so viel Schaden? Ich habe mich sogar verteidigt, ja? Und trotzdem nehme ich Schaden. Es bringt überhaupt nichts, diesen Schild zu benutzen. Ich verstehe auch nicht, was es bringt, bessere Schilde zu kaufen, um ehrlich zu sein. Bis darauf, dass sie halt ein bisschen anders aussehen. Oh wei. Ob das noch was wird oder ob ich den Level nochmal neu starten muss, dann nehme ich aber einen anderen Charakter, nehme ich. Denke ich. Nein! Ich will nicht. Die Bomben wären auf jeden Fall auch nützlicher, wenn ich sie öfter hintereinander werfen könnte. Genau, lauf durchs Feuer. Bleib da stehen. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Habt ihr toll gemacht. Ihr habt einen Keks verdient. Oh. Ja, ich nehme doch Schaden, wenn ich da hingehe. Ich will. Komm mal her. Ja, es ist jetzt hier das Sniper-Duell des Verderbens. Wie der gute Depp vom Dienst das bezeichnen würde, wahrscheinlich. Komm her. Toll. Toll. Es macht irgendwie... Ich weiß nicht warum. Früher bin ich auch mit den Nahkampfcharakteren wesentlich besser klargekommen. Ich habe eigentlich das gesamte Spiel mit Nahkämpfern gemacht. Aber irgendwie komme ich mit denen nicht mehr klar. Ich verstehe nicht, warum. Warum das so schwer ist. Warum ich einfach... überhaupt keine Schnitte habe. Aber gut. Naja. Wir haben ja den Checkpoint.
Hier komme ich nicht mehr auf die andere Seite. Das ist unglaublich. Da waren bestimmt noch irgendwelche Goldstücke versteckt. Na, jetzt sind wir doch... Hier geht's doch zum Turm hoch. Na, als ob ich jetzt stehen bleibe, ist klar. So. Solange es nur die Novizen mit ihren Blitzstrahlen sind, ist das kein Problem. Die machen nicht besonders viel Schaden. Aber wenn richtige Magier kommen, das ist doof. Oder so ein blöder Paladin hier. Guck mal, der benutzt noch nicht mal ein Schild. Der weiß, dass die Schilde irgendwie halb nutzlos sind. Außer man kämpft halt gegen Bogenschützen. Aber selbst dann, ja, kommen von hinten, ist klar. Ach, hier sind direkt zwei oder wie? Oder habe ich das jetzt einfach falsch gesehen? Und ich bin doch schon wieder fast tot. Wieso können die Bomben eigentlich so weit werfen und ich nicht? Wieso sind die Bomben so nutzlos? Das wäre eigentlich ein ganz cooler Charakter, wenn die Bomben tatsächlich was bringen würden. Aber eigentlich das Einzige, was bringt, ist die Brandbombe. Toll, da sind 250 Goldstücke drin, aber irgendwie fehlen mir noch ein bisschen mehr. Dann komme ich ja gerade mal auf nicht mal 400. Ja, aber ich fürchte, ich muss da rein. Ich gehe da rein. Es sieht voll nach Falle aus und ich glaube, es ist auch eine Falle, aber okay. Hey, wer hätte das gedacht? Oh, es waren gerade mal 150 Goldstücke. Noch besser. Irgendwo habe ich entweder... Okay, das ging gut. Also wenn ich direkt im Nahkampf dran bin, dann kriege ich die auch klein. Aber ansonsten habe ich echt das Problem, dass ich überhaupt nicht mit denen klarkomme. So, und jetzt sind wir doch schon oben im Turm. Was soll ich denn jetzt noch großartig machen? Ich verstehe es nicht ganz. So, jetzt wären wir theoretisch auf 250, weil 10 habe ich ja verloren. Jetzt kann ich hier die Flagge hissen und das war's. Achso, ich kann wieder zurück. Oh, Edelmann, ist klar. Komm. Hier, Geschenke für dich, mein Freund. Gleich habe ich auch keinen Bomben mehr. Habe ich so viele verbraucht? Na, wahrscheinlich bei den Zauberern, ha? Okay, hier waren sie tatsächlich mal nützlich. Auch wenn ich jetzt keine mehr habe. Aber okay. Alles klar, 50 Goldstücke. Fehlen uns immer noch 200, die wir theoretisch sammeln können. Die Frage ist bloß, wo finden wir die? Weil das ist ja keine kleine Summe. Das sind 40%, ja. 40% des Gesamtgolds, das man hier finden kann. Stirb. Irgendwie hat die Brandbombe es da auch nicht gebracht. Schade eigentlich. Kann Mordessa nicht das Fluchtportal oben auf dem Turm erscheinen lassen? Das wäre irgendwie viel einfacher. Na gut. Vielleicht kommen wir jetzt noch raus. Also hier raus. Nein? Schade. So. Ein Paladin, der mich wahrscheinlich nicht umbringen wird. Glück gehabt. Habe ich hier geguckt? Moment, ich will mir das nochmal eben anschauen. Ja, hier war ich schon. Da war nichts weiter. Und da ist das Portal. Und wo sind die 200 Goldstücke, die uns noch fehlen? Die waren doch garantiert am Anfang. Weil sonst habe ich hier doch alles abgesucht. Hier ist doch sonst nichts mehr. Okay, das möchte ich mir mal eben anschauen. Deswegen gehe ich mal in das Portal, um den Level neu zu starten. Mission geschafft. 290 Goldstücke wurden hinzugefügt. 500 als Belohnung erhalten. Ja, ja. Nächste Seite. Ich möchte mir die... Da kommt bestimmt wieder eine Videosequenz. Die möchte ich mir anschauen. Die große Mauer haben wir freigeschaltet. Und wir haben einen neuen Charakter freigeschaltet. Den Leech. Ja, dann... Ah, es kommt keine Zwischensequenz. Na gut, Moment. Ich möchte aber nicht zur großen Mauer. Ich möchte wieder zu den Verliesen von Irlon.
Dann können wir jetzt auch gleich mal den Leech ausprobieren. Das ist der zweite Magiecharakter. Die Leech ist eine Königin der Untoten und benutzt geheimnisvolle schwarze Magie. Ja, nehmen wir die mittlere Rüstung. Oh, guck mal, da ändert sich auch die Kleidung, oder? Tatsächlich, die Kleidungsfarbe ändert sich. Cool. Das finde ich schick. So, was haben wir denn hier? Flammenstab, Seelenqual, Stab der Finsternis. Ich glaube, das ist ein Stab, den nur die... Nee, gar nicht wahr. Okay, vergessen wir das. Ich glaube, Seelenqual war ganz gut. Ja, Zeremoniendolch, Heiltränke. Aber sonst können wir auch nichts... Stab der Verdammnis, genau. Das war der Stab, den nur der Leech, glaube ich, mitnehmen kann. Genau, die Sichel. Dann schauen wir uns mal an, was wir machen können. So. Und jetzt versuche ich das mal. Moment, erstmal möchte ich den Stab hier ausprobieren. Jawohl, damit kann ich Skelette beschwören. Schön. Oder ich kann mich mit so einem Schild umgeben. Boom. Na gut. Aber ich möchte erstmal bei dem hier bleiben, weil der macht ja diese schönen Zauber. Jetzt versuchen wir mal Folgendes. Wir reißen jetzt das Tor ein. Ja? Ja. So, und jetzt renne ich da ganz schnell hin, bevor der Wagen davor fährt. Und guck mir mal an, ob ich da nicht irgendwo noch ein bisschen Gold finden kann. Wow, der verbraucht aber unglaublich viel Mana. Haut aber auch ordentlich rein. Das ist schön. Ja, das ist mir gerade egal. Ich will nur gucken. Wenn ich sterbe, ist das nicht so schlimm. Hier haben wir... Da, tatsächlich. Hier. 200 Goldstücke. Das waren die, die mir gefehlt haben. Ja gut, dann würde ich sagen, wissen wir jetzt, wo das Gold herkam. Da müsste man sich halt einfach beeilen. Wahrscheinlich ist es am sinnvollsten, erst das Außen auszuschalten und dann in die Mitte zu gehen. Aber an sich finden wir da alles Gold. Damit hätten wir dann auch alles Gold zusammen gehabt, bis auf das, wo ich gestorben bin. Aber ist auch gemein, man kommt da nicht mehr zurück. Was ist denn, wenn ich jetzt da hingehe? Komme ich da nicht mehr zurück? Bin ich dann hier gefangen? Ja, die schieben es einfach weiter. Ja, toll. Und jetzt? Jetzt bin ich hier tot. Jetzt komme ich nicht mehr zurück. Na, vielleicht kann ich mich hier hochglitschen. Ich sollte vielleicht einen Heiltrank trinken, fällt mir gerade auf. Wobei, eigentlich ist es ja egal. Ich will mit dem Licht jetzt nicht den ganzen Level nochmal spielen. Na, bleibst du da oben drauf stehen? Nö. Na gut, dann müssen wir hier wohl runterspringen. Yay! Vielleicht schafft man es sogar darüber zu springen, aber ich habe da jetzt keine Lust drauf. Ich werde den Level so nochmal spielen und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Level wieder bei der großen Mauer. Weil ich habe jetzt gezeigt, wo alles Gold ist. Und ihr wisst das ja jetzt. Und ich glaube, es ist nicht so spannend, wenn ich den Level jetzt nochmal spiele, wenn ihr das alles nochmal seht. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, bis dahin, macht's gut.